Servus YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder unterwegs im 500er Favorit. Wir haben den Rückenwagen angehängt, denn wir sind gerade wieder auf dem Weg in den Wald. Wir haben uns ein bisschen Brennholz gekauft, das holen wir jetzt. Müssen es dann noch ablenken, da kommt dann wieder Vater noch dazu und fahren es dann zu unserem Holzplatz. Da werden wir dann den nächsten Automat wieder aufbauen, also das Sägespaltautomat, und dann verarbeiten wir es auch gleich zu Brennholz. Ja, den 500er habe ich jetzt heute dabei, um euch dann auch mal ein wenig der Sound nahe zu bringen, weil das ist für mich einfach klasse. Das ist ja ein Sechszylinder-Motor verbaut von MBM. Das ist der 511er, ist der einzige von der Baureihe ohne Turbolader. Der 509 und 510, das waren dann die Vierzylinder-Turboaufgelade. Und ab 512 waren es dann die Sechszylinder-Turboaufgelade bis 515. Und genau, wir sitzen jetzt eben im 511er. Man muss dazu sagen, man merkt es auch, dass er nicht turboaufgeladen ist. Also er hätte einfach nicht so die er ist ein bisschen träger wie jetzt eben der 512er mit Turbo. Und als wir den Schlepper auch vor eineinhalb Jahren, glaube ich, waren es gekauft haben, hat man auch gemerkt, dass er eigentlich nicht die 110 PS hat, wo er haben soll. Wir sind einmal in die Werkstatt gefahren, eine Zapfwellenprüfstand, da kann ich euch jetzt aber noch kurz ein Video einblenden. Hat sich das auch bestätigt, was man eben beim Fahren gespürt hat, dass er einfach nicht die Leistung hat. Er hat dann nur knapp 95 PS gehabt und 115 sollte er ja haben. Und dann haben wir eine Einstellelase, das geht bei dem relativ einfach über die Einspritzpumpe. Und dann haben wir dann mal gemessen und jetzt bringt er auch knapp 120 PS, also das, was er so bringt. Und jetzt kann man aber dann ganz gut mitfahren. Allerdings merkt man eben auch den Unterschied zum Vario, der dann nochmal 25 PS mehr hat und der Turbo-Aufklader ist, dass der einfach viel spritziger ist. Er ist jetzt noch kalt, deswegen fahre ich jetzt auch entsprechend ein wenig gemütlich. Genau, aber den haben wir heute bei, weil der Sound meiner Meinung nach ist halt einfach klasse. Ich hoffe auch, dass das auf dem Video einigermaßen rüberkommt und wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn wir am Holzplatz angekommen sind, wo das Holz liegt. Wir sind jetzt angekommen, hier liegt das Holz, wo wir gekauft haben. Rückenwagen dabei, ist jetzt ein bisschen blöd, weil es direkt an der Straße hier ist. Ich hoffe, man versteht mich. Wir werden es jetzt ablenken auf 5 Meter. Man könnte auch 6 Meter mit dem Rückenwagen fahren, aber dann neigt er jetzt dazu, dass man negative Stützlast hat. Und dann fahrt sich einfach nicht mehr ganz so angenehm. Also wie jetzt der erste da, der ist 6 Meter, den lassen wir mal dabei. Aber der Rest säge mal ab mit 5 Meter.
Also, wir haben jetzt abgeladen. Für heute machen wir Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, unseren Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche.